So, wir spielen mal wieder eine kleine Runde Arcade und wir gucken, wie weit wir kommen. Beim Arcade ganz wichtig, habt den Player Report Button griffbereit. Nachhol. Controls. Warte mal, erstmal Audio. Ja, Audio ist disabled, das ist gut. Wie er lautlos stellt, wisst ihr, macht einfach so. Es müsste eigentlich einen Button geben, den man alle automatisch leise stellen kann. Und dann gehen wir hier auf Settings, Controls, Keybindings, Spectate, Report Player. Das würde ich auf jeden Fall irgendwo griffbereit haben, weil gerade im Arcade laufen euch so viele Cheater über den Weg. Meistens ist es so, ihr könnt nur im eigenen Team rausfinden, ob da, im gegnerischen Team rausfinden, ob da Cheater sind. Ihr würdet vermutlich nicht Leute aus dem eigenen Team reporten, weil Leute aus dem eigenen Team ja nicht auf euch schießen. Das bedeutet, ihr kriegt nicht raus, ob die permanent nur Headshots machen. Aber im gegnerischen Team, ich sag mal, die Cheater-Seuche ist im Arcade, glaube ich, sogar noch krasser als im normalen Battle Royale-Modus. Ich habe ein paar Mal getroffen. 349 Tier 3. Nee. Oh, die Tiers muss ich mir auch mal alle ausdrücken. Da war hart gesehen. Was geht mit dem? Was geht mit mir? Hey, wo ist der Typ? Nimm mich für Apple. Wo ist der hin? Irgendwie habe ich ihn verloren. Ja, war ich minimal zu langsam. Galaxy ist, glaube ich, nicht mal so. Ich dachte, er ist ultra gut, aber bei ihm im Team bessere. Oh Gott, ich bin letzter. In der Map sowieso häufig nicht erster, weil ich mich aus diesem ganzen Hardcore-Zeug raushalte. Da war noch einer, oder? Lol, ich habe ihn sogar noch erwischt. Nice. Wenn ihr schnell lauft, erhöht es auch eure Überlebenschancen. Weil die Chancen, dass dann von hinten jemand kommt, natürlich niedriger sind. Ne? Also wenn ihr Vollgas in eine Richtung lauft, dann ist statistisch gesehen die Chance gering, dass einer von hinten kommt. Weil ihr quasi von denen ultra schnell weglaufen. Den hätte ich fast auch noch gehabt. Ja, wir werden langsam besser. Ich dachte, es war einer. Huh? Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da noch einer stand, weil einer mir entgegengekommen ist und auf den ich geschossen wurde. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das safe ist. War nicht der Fall. Das sind immer so diese Gedankengänge, die man hat. Uns geht's ab. Der Xenia, auf dich, den in seine Pfanne getroffen habe, irgendwie 100 Mal. Hipfire ist mit der SMG ultra mächtig. Naja, da hatte ich jetzt keine Chance mehr, weil ich einfach so ziemlich halb tot war. Oh, ich bin Vorletzter. Vorbester. Vorbester. Übrigens, Fun Fact, schaltet mal diesen PUBG-Launcher bei euch aus, falls ihr das Game
ohne Ruckler zocken möchtet, PUBG Launcher ausschalten im Task Manager. Wenn das Spiel natürlich gestartet ist, ne? Nicht während des Startens, sondern nachdem ihr das Spiel gestartet habt. Bringt das was? Oh, da war einer. Habe ich jetzt irgendwie für lauter Granaten irgendwie den Überblick verloren? Oh, links und rechts war einer. Zweierscope. Zweierscope ist auch ganz praktisch, wenn man hier so draußen ist. Da waren noch welche links. Vor uns. Der hat nicht mehr viel. Der hat bestimmt nicht mehr viel, der Bro. Hier vorbeilaufen ist körnig. Ja. Das sollte er nicht machen. Rein. Oh. Okay. Oh, Friend. Irgendwie bin ich gerade auf Autopilotenmodus. Haben. Wo ist der andere? Hä? Noch eine andere. Was da oben einer liegt, ist auch witzig. Hat er einen, oder? Das war's. Hier ist nichts. Hammer. Der war, glaube ich, oben gestanden an dieser, an diesem Balkon. Na, zweitbester. Hammer. Jetzt bin ich erster. Ich wollte gerade hier drauf drücken. Das war nämlich wohl lustig, was ich gerade gemacht habe. Die Granate hat gesessen. Oh, wir werden trotzdem verlieren. Da, schade Marmelade. Naja, jetzt ist es gelaufen. Boah, ich dachte, da steht einer. Ich habe eine Großabhörer oder irgendwas. Das war's. Okay, wir waren Erster. Und ja, so könnt ihr versuchen, in dieses Game reinzufinden. Bei uns im Team war, falls ein Cheater bei uns im Team war, dann war es ein schlechter Cheater, weil ich habe es ohne Cheats geschafft, den ersten Platz zu bekommen. Aber das war ein recht faires und entspanntes Match. Falls ihr Fragen zu diesem generellen Arcade-Zeug habt, dann meldet euch einfach in den Kommentaren und ansonsten see you in the battlegrounds, wie es immer so schön heißt. Macht's gut, passt auf euch auf, ciao, ciao.